Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in Mordor. Wir sind immer noch dabei, diesen blöden... Das könnte sogar schon gewesen sein. Ja, wir wollten den Mordhieb umbringen. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Mit mehr Glück als Verstand gerade eben. Aber sehr schön, so soll es sein. Und die hauen alle ab. Wunderbar. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hoch. Füllen mal unsere Pfeile auf und schauen auf unsere Karte. Auf die meinte ich jetzt gerade, auf das Schachbrett. So, dann hätten wir den hier noch, den Angry. Der war doch auch mit Stealth gut umzubringen, ne? Genau. Dann nehmen wir doch den als nächstes Target. Nein. So. Und dann ist der hier unten. Was liegt denn da relativ nah? Eigentlich nur der hier. Dann reisen wir mal dorthin. So. Da bin ich mal gespannt, was für eine Gemeinheit uns erwartet. Zum Herauslocken des Warchiefs. Da wird es bestimmt wieder was Fieses geben. Oh, nehmen wir mit. Sehr schön. Da haben wir auch eine Survival Challenge erledigt. Sehr schön. Und weiter geht's. Mit den Kräutersammeln. Guck mal, hier vorne ist gleich sogar eine. Die weiße haben wir doch gebraucht, oder? Genau, sehr schön. What was that? Klappe, ich bin gar nicht da. So, schauen wir mal. This Uruk is special to the war chief. Kill him and lay in wait for our foe. Brutalize den Supporter. Okay. Brutalize haben wir genau freigeschaltet. Das ist eine Fähigkeit. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, ob die nur. It's not the torture that's killing you. It's your anticipation of it. Der ist jetzt natürlich dort hinten. Also wandern wir hier rüber. Ich würde gerne noch eins runter. Hier hoch. Hier hoch. Und dann schleichen wir uns mal weiter. Wo ist der denn jetzt? Der stand doch gerade eben so schön. Nuren has explosives in their arsenal. So I reckon he'll be deployed alongside them if there's any grave walker trouble. Jetzt läuft er auf die andere Seite. Ach, der ist aber auch blöd. You menfolk are so weak. Ach Gott. Ja. Dann wieder zurück. The menfolk only managed to build part of the road yesterday. So now, they're gonna have to work twice as hard. Oh, jetzt ist er wieder auf der anderen Seite. Three times the punishment. Und wir haben halt hier zwischen jetzt wieder ein paar. Das ist natürlich echt zum Kotzen. Entschuldigt. Aber vielleicht kommt er ja nochmal her. Vielleicht läuft er hier wirklich eine Runde oder so. Das wäre natürlich echt cool. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, da jetzt schon wieder zurückzulaufen.
never a good sign. Ja, brüllt er nur die Sklaven an. You will find that Uruk is hungry for spilling blood as I. Ah, komm her. Put, 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 put. Get the war chief. You want to see this? So. Alla die weit hin. A good archer always has his crossbow ready. So, und er ist jetzt dort oben. Der ist ja wirklich niedlich. Well, if it was something, then it better stay away. Ah, Moog. Okay, Stealth Finishers. Wenn wir Glück haben. Haben wir ihn vielleicht sogar gleich? Sehr schön. Und wir haben eine epische Rune bekommen. Das ist aber super. Okay, sehr schön. Ich muss zugeben, ich bin stolz auf mich. Das läuft heute relativ reibungslos. Bis auf ein bisschen mal hin und her geplinkel, was nicht so super läuft, aber dann schauen wir wieder auf unser Schachbrett. So, wir hätten den jetzt noch, der hat hier vorne einen Bodyguard. Und der hat offensichtlich keinen mehr, aber wir wissen nicht, wo er ist. Super. Das heißt, wir bräuchten theoretisch irgendjemand, der uns mal ein paar Infos gibt. Wir schauen jetzt aber hier mal ganz kurz rein. Wir haben ja ein paar Runen jetzt mittlerweile schon mal bekommen. Ja, ja. Man kann hier auch die Runen zerlegen. Fokus und Elfshot. Kann ich jetzt beides nicht so prickelnd? Betrayer. From behind. Ja. Was haben wir hier noch drin? Gut, also dann rüsten wir die hier aus. Und die nehmen wir auch raus und nehmen dafür hier die 16er rein, oder? Mehr Schaden beim Backstabbing, das ist doch eigentlich ganz gut. Und dann zerlegen wir auch gleich unsere doppelten Runen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das war blöd. Die hat... Nein, die da. Okay, so. Jetzt da nochmal rein und man kann die doch den zerlegen. Und zwar unten mit X. Man, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das bedeutet, wir rüsten auf alle Fälle... Zerlegen die, so. Und hiervon auch die kleinlevigere, zumindest erstmal. Ja. So, dann schauen wir nochmal beim Bogen rein. Nö. Finde ich ganz doof, aber ich benutze den Bogen ja auch nicht so häufig. Schauen wir mal, haben wir da nicht auch eine epische bekommen? Ja. Bringt uns das jetzt was? Also so wirklich? Eigentlich ja nicht, ne? A trainer branch. Also die können wir auf jeden Fall schon mal zerlegen. Und was macht die da? Grab Shankles. Da finde ich jetzt auch die epische gar nicht jetzt so prickelnd, um ganz ehrlich zu sein. Das brauche ich dann immer mit diesen ganzen... Von den Bögen habe ich ja genug.
Ja, das ist aber eigentlich ganz gut. Nee, lassen wir so. Lassen wir so, dann schauen wir nochmal bei den Upgrades rein. Da können wir ja nochmal ein Pünktchen vorgeben. Die Frage ist, worauf? Wir hatten ja hier irgendwo diese Schnellexekution, ne? Genau, den Finisher, den machen wir jetzt. So soll es sein. Hier können wir nichts machen. Ach so. Jetzt hatten wir uns aber gar nicht ausgeguckt, was wir eigentlich machen, ne? Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Achso, der hatte einen Bodyguard, der hatte keinen Bodyguard, aber wir wissen nicht, wer es ist. Das heißt, sieht schon gut aufgeräumt aus, ne? Ach genau, ich wollte eigentlich gucken, ob wir hier vielleicht irgendetwas haben, was uns nicht... So einen grünen oder so? Naja, sieht nicht so aus. Oh, was machen wir denn da für Schreck? The conditions here need to be worse. Makes the men folk suffer more. Der hat ja so schon Schiss. Und da vorne war jetzt auch irgendwo ein grüner. Thank you, Ranger. Was ist hier? Hier haben wir ja auch was. Die, Worm! Ah, das ist ein Sklave. Das heißt, wenn wir den befreien, ist der uns bestimmt Infos, oder? Ja, cool. Sehr schön. Den da, weil der hat keinen Bodyguard mehr. Trollbone. Na, fantastisch, wenn das nicht ist. Was kann er denn? Combat Finisher und bei Explosions. Fighting Ranger. Ja, sehr schön. Vielleicht hätte ich es auch gleich noch auf der Karte mal so, ne? Also so als Ziel markieren können, so für uns. So wie jetzt. Und der ist auch ziemlich um die Ecke. Und zwar irgendwo wieder in der Stronghold, aus der wir gerade gekommen sind. Give me one good shot, because one good shot is all I need. Und da liegen irgendwo noch ganz viele Runen von uns rum. Sieht er da oben auf der Karte, gerade im Norden. Die haben wir denn wohl mal nicht geschafft einzusammeln. So, dann einmal hier hoch. By burning his supporters. Oha. Flames bring the moth. Burn his soldiers and the war chief will emerge. Okay, und auch gleich 5 Stück. Don't let your eyes off them slaves. Na denn, fangen wir doch gleich mal hier an. 1. Füllen wir gleich mal unser... Oh. Nehmen wir mit. So, machen wir denn noch welche? Eher so in die Richtung. Aber hier ist natürlich wieder alles so super belebt hier. Aber ist das nur einer? When I go into a fight, I always love a good hunt. What was that noise? Nothing beats seeing one of their spears punching through a head or two. Gucken wir mal, dass wir den mal loswerden. Schwupps. Oh, jetzt habe ich. Oh. Entschuldigung, lieber Sklave. Zwei. Gehen wir mal hinten wieder runter.
the wind, I suppose. Na klar, nur der Wind. Was sonst? So, hier unten haben wir noch einen. Der sitzt da so schön am Feuer und der da allerdings nicht. Egal, was weg ist, ist. Weg. So, jetzt haben wir drei. Oh, jetzt kommt hier noch einer. Sehr schön. Vier. Jetzt wurden wir nur leider entdeckt. So, und weiter geht's. Captain says a patrol picked up some new tracks and they don't know what left them. But it's big. Wenn der da hinten natürlich. Better keep on the lookout. Weiter zu uns kommen würde. Denn. Ever see a war chief? A captain's either getting rewarded or he's in trouble. That's the only time a war chief comes. So war das ursprünglich nicht gedacht, wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt. Ich mache mich mal aus dem Staub. Super, da geht auch schon das Horn los. So, wir sollten hier aber relativ weit weg sein. Wir machen eine Folgenpause und danach geht's weiter mit dem letzten, glaube ich, ne? Mit dem letzten Warchief. Ja, ich denke schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.